Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen bei NTS, heute zum Webinar zum Thema Cisco Meraki. Cisco Meraki, eine Tochter der Cisco, die sich jetzt weg von dieser klassischen Infrastruktur, die man so kennt von Cisco, ein bisschen woanders hin entwickelt hat. Cisco Meraki ist aus meiner Sicht gedacht, speziell für Branch Offices. Wir haben bei Cisco Meraki wirklich Boxen, die sehr viele Funktionen erfüllen und dadurch natürlich für kleinere Büros auch ideal sind oder für Zweigniederlassungen. Der große Vorteil ist dass sicher, dass da ein Dashboard mitkommt, dass das Ganze cloud-managebar ist. Erleichtert natürlich die Administration sehr, sehr viel. Die alten Hasen wissen, rechts unten gibt es die Chat-Funktion. Sie können jederzeit Fragen stellen. Wir werden sie dann am Ende oder zwischendurch beantworten. Und da darf ich schon meine Experten auf die Bühne holen und übergeben. Bitteschön. Danke, Alex. Ich darf Sie auch alle recht herzlich zu unserem Webinar begrüßen. Mein Name ist Klaus Leithammer, bin seit 11 Jahren bei der NTS und beschäftige mich seitdem hauptsächlich mit Access Layer Technologien, zum Beispiel Access Switching im Wireless-Bereich hauptsächlich. Ja. Okay, dann würden wir schon ins Thema reinstarten. Cisco Meraki ist 2006 gegründet worden in den USA und Meraki hat sich von Anfang an schon immer mit Cloud-Management von Netzwerk-Devices beschäftigt. Angefangen haben sie im Wireless-Bereich und ihr Portfolio dann Schritt für Schritt immer wieder erweitert. 2012 ist Meraki von Cisco akquiriert worden und seitdem ja, ein ständiger Player, vor allem im Cloud-Managed-Networking-Bereich. Die Cloud, vom klassischen Österreicher immer etwas skeptisch betrachtet, hat ihre Stärken, ihre Schwächen und vor allem Meraki hat es vor allem geschafft, die Stärken der Cloud wirklich, wirklich auszuspielen. Meraki hat sich da als Mission gesetzt, das Management der IT so simpel wie möglich zu gestalten und simpel jetzt nicht in dem Sinne von, man lasst Features weg und wir können vielleicht nur die Hälfte, sondern wirklich simpel im Sinne von Meraki unterstützt im Hintergrund durch Automation sämtliche Prozesse des Managements ja, und macht den Endanwendern so um einiges leichter und spart viel Zeit. Diese Automation kommt zum Beispiel bei der Konfiguration zum Einsatz. Ja. Einige Dinge werden im Hintergrund einfach automatisch deployed und wir müssen als Administratoren einfach nicht zu viel arbeiten, einfach gesagt. Genauso beim Monitoring kommt das zur Geltung und auch bei den Updates. Ja, in einem Meraki-Umfeld hat man typischerweise nicht zu viele verschiedene Softwarestände, sondern hat eigentlich typischerweise relativ neue Software im Einsatz, da die Updates automatisch über die Cloud bereitgestellt werden und auch immer vorgeschlagen werden. Ja, jeder von uns kennt das wahrscheinlich. Da gibt es oft einmal den Router, der irgendwo noch im Netz hängt, der schon jahrelang nicht mehr abgedatet worden ist oder in der Firewall, die vielleicht sogar von außen erreichbar sind, die sich keiner angreifen traut. Bei Meraki gibt es sowas nicht. Ja. Da gibt es dann eventuell schon ein paar Softwarelücken. Ja, in unserem Fall im Meraki-Netzwerken kommt sowas typischerweise eher nicht vor. Wenn wir jetzt über Lücken sprechen, ist Meraki typischerweise, in der Vergangenheit hat man das immer wieder gesehen, dass Meraki bei Fixes für so Vulnerabilities eigentlich auch immer einer der ersten Player ist, die diese Fixes zur Verfügung stellen und vielleicht sogar im Hintergrund teilweise schon automatisch deployen. Im Gegensatz zu klassischen Netzwerkequipment, da ist man als Betreiber oft dann selbst noch länger damit beschäftigt, solche Fixes auszurollen. Über die Cloud haben wir auch ein einheitliches Management aller unserer Netzwerkdevices, beginnend vom Wireless über Switches, über Kameras, über das gesamte Meraki-Portfolio. Und ein weiterer Vorteil ist auch die Skalierbarkeit. Es ist so, dass sämtliche Features bei Meraki im Prinzip ab dem ersten Device zur Verfügung stehen und linear mitskalieren. Ja.
erhöhe ich die Anzahl der Devices, bleiben die Features natürlich gleich und ich habe alle von Anfang an dabei. Ja, dadurch, dass auch die Management Plane von der Software der Devices eigentlich getrennt ist, war das in der Vergangenheit auch immer ganz angenehm, dass Meraki in der Cloud Updates eingespielt hat, um die wir uns als Anwender nicht kümmern müssen. Und wir werden da eigentlich periodisch mit den neuesten Features versorgt. Kurz muss ich ins Vertriebliche abdriften, weil es gerade für Meraki eigentlich auch sehr relevant ist. Wir neigen oft dazu, dass wir die Aufwände für IT-Projekte eher nach den Anschaffungskosten und den initialen Aufwänden, ja, sprich CapEx, definieren. Und gerade aber dann im Operativen und im Rollout ist eigentlich der Bereich, wo richtig große Aufwände und teilweise auch Kosten entstehen. Und gerade da hat Meraki eigentlich auch eine Riesenstärke, weil der operative Teil durch diese Simplicity und die Automation im Hintergrund passiert, sehr gering gehalten wird im Vergleich zu anderen Technologien. Kurz generell, wo gliedert sich Meraki so im Cisco-Portfolio ein? Cisco hat die klassische On-Premise-Schiene mit zum Beispiel Routern, Firewalls, Catalyst Switching, Catalyst Wireless, Collaboration auf der linken Seite. Meraki hatte lange Zeit und hat immer noch ein sehr eigenständiges Portfolio. Wir haben eigene Firewall-Hardware-Appliances, eigene Switch-Appliances und auch eigene Access-Points. In letzter Zeit gab es da ein paar kleine Änderungen. Das scheint zumindest in manchen Bereichen etwas zusammenzuwachsen. Da wird aber mein Kollege dann später noch darüber was erzählen. Und in der Mitte dargestellt in diesem Fall auch ein paar Management-Technologien oder hybride Technologien, die für Cloud- und On-Premise-Equipment verwendet werden können. Das wäre zum Beispiel die Cisco ISA im Security-Bereich für die Authentifizierung oder das Cisco DNA Center für Management. Da kann ebenfalls das Meraki Dashboard integriert werden. Ja, dann starten wir gleich in das Meraki Dashboard rein. Das ist im Prinzip die Cloud-Applikation von Meraki und stellt das Herzstück, ja, das Rückgrat von Meraki dar. Sämtliche Infos fließen da zusammen. Und wie schon vorher erwähnt, wir können jedes Meraki-Device über dieses Dashboard managen. Ja. Sei es jetzt ein Access Point, ein Switch, eine Security Appliance, Sensoren, Kameras, alles aus dem Meraki-Portfolio wird über die Meraki Cloud zusammengefasst und über das Dashboard dann dargestellt. Dieses Dashboard ist wunderbar über einen Browser zu erreichen und zu managen. Es gibt auch APIs dafür. Und wir haben wirklich diese Single Point of Management für das gesamte Equipment, egal wo sich das jetzt weltweit befindet. Vom Data Flow her ist es so, dass jedes Meraki-Device eine Management-Verbindung eben in die Meraki Cloud aufbaut. Dabei fließen wirklich nur Management-Daten in die Cloud. Ganz wichtig zu sagen, User-Daten bleiben immer da, wo sie hingehören, ja, entweder lokal im Data Center, aber wandern nie durch die Meraki Cloud. Das Dashboard prinzipiell ist GDPR-konform. Es gibt eigene EU-Data Center für EU-Kunden. Die befinden sich in Dublin, Frankfurt und München in unserem Fall. Man kann da beim Erstellen seiner Organisation auswählen, dass man eben wirklich seine Daten nur in den EU-Datacentern liegen haben möchte. Für Privacy gibt es dann einige Features pro Technologie, die man dann aktivieren, deaktivieren kann. In der EU sind teilweise manche Features eben schon von Haus aus deaktiviert, die man aber natürlich wieder aktivieren könnte, falls es für den Einsatzzweck jetzt passen sollte. Ja. Zur Security von diesem Dashboard ist zu sagen, dass dieses Dashboard natürlich für Meraki einen extrem großen Wert darstellt. Ja. Wie gesagt, das Rückgrat Meraki sehr hohen Wert auf Security legt. Werden täglich Pentests gegen die Meraki Cloud gefahren. Wird in zertifizierten Datacentern betrieben,
Wir haben von Anfang an sogar die Möglichkeit, quasi native eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verwenden, in dem Fall mit SMS-Authentication als zweiten Faktor. Ist aber auch möglich, da seine eigenen SSO-Lösungen zu integrieren. Das Dashboard ist auch mandantenfähig und wir können Role-Based Access Control definieren und aufgrund von gewissen Gruppen die Zugriffsrechte einschränken. Ja, zum Beispiel manche User nur lesend, manche schreibend, manche auf bestimmte Sites beschränken, um vielleicht lokale Admins zu haben und andere User wieder als globale Unternehmensadmin zu definieren. Ja, und noch einmal erwähnt, es wandern da keine User-Daten in die Meraki Cloud. Wenn man sich jetzt fragt, wieso ein neues Meraki-Device, zum Beispiel ein Switch, jetzt ongeboardet wird, das gestaltet sich auch extrem einfach. Wir claimen im ersten Schritt dieses Device, das passiert über die Seriennummer, die wir einfach in unser Dashboard eintragen. Damit wird das im Hintergrund auf unsere Organisation gemappt. Und in diesem Schritt könnten wir sogar schon sämtliche Konfigurationen vorbereiten. Ja. Könnten die Firewall provisionieren, zumindest in der Cloud vorbereiten. Sobald wir dieses Device dann connecten, muss irgendeinen Weg ins Internet finden, typischerweise über eine DHCP-Adresse oder eine statische, wäre auch eine Möglichkeit. Connectet sich dann über die dargestellten Ports in die Meraki Cloud, ladet sich die neueste Softwareversion herunter, seine Konfiguration und ist ab dann ready to use. Also wirklich extrem simpel. Man kann sich auch vorstellen, dass zum Beispiel bei großen Rollouts das sehr unterstützt. Ja. Auch im Dashboard natürlich inklusive ist das Management, wie schon erwähnt, im vollen Feature-Set eigentlich vom ersten Tag an. Wir haben dabei Monitoring, wir wissen zu jeder Zeit, wie es allen unseren Devices geht. Alerting ist auch inkludiert, sprich wir können uns bei gewissen kritischen Events einfach eine Notification schicken lassen. Native zum Beispiel über E-Mail oder SMS. Weiters kann man das Dashboard und dieses Alerting auch über Webhooks in seine eigenen Applikationen, in sein eigenes Alerting-Monitoring auch integrieren. Wir haben eine Topology View von Anfang an mit dabei, sehen, welches Device wo wie connected ist. Und dadurch, dass die Konfiguration in der Cloud liegt, haben wir automatisch auch immer ein Config-Backup dabei. Ja. Die Config kann quasi nicht verloren gehen, das ist nahezu unmöglich. Und was die Config auch betrifft, wir haben eine Config-History, wir wissen zu jeder Zeit, wer, wann, wo, wie, was an der Config geändert hat. Ja. Auch ein sehr praktisches Feature. Zur Skalierung, vorne kurz erwähnt, in österreichischen Maßstäben gedacht, könnten wir fast von unlimitierter Skalierung sprechen. Natürlich gibt es da Grenzen, beziehungsweise eher Empfehlungen, das sind nur Soft Limits, aber es gibt Empfehlungen, die Meraki da uns gibt. Das wären weniger als 800 Devices pro Standort bzw. Netzwerk sollten verwendet werden. Ein Device wäre zum Beispiel eine Kamera, ein Switch, ein Access Point, also nicht Client, sondern wirklich Netzwerk-Devices. Pro Organisation sollte man sich auf maximal 20.000 Devices beschränken. Wird sich in den meisten Fällen in Österreich ausgehen. In manchen Fällen könnte man dieses Limit sprengen. Da gibt es dann die Möglichkeit, die Organisation zu splitten, sprich mehrere virtuelle Organisationen zu bauen. Und so seine Devices zu verwalten. Das skaliert dann wieder bis 700 Organisationen. Sollte in den meisten Fällen ausreichen. Ja, nach dem Dashboard würde ich mal in die erste Produktschiene von Meraki reinspringen. Das wäre Meraki MX Security und SD-WAN. Angefangen eigentlich mehr im Security-Bereich. Hat sich das Portfolio durchaus in Richtung SD-WAN entwickelt in den letzten Jahren. Es sind immer mehr Features dazugekommen. Mit der Homeoffice Appliance, dann auch der Einsatzzweck für Teleworker, Homeoffice. Und seit 2 Jahren, denke ich, gibt es auch die Cellular Gateways, um gemanagte LTE-Connectivity
Cloud-gemanagte LTE-Konnektivität zu haben. Mehr dazu noch später. Wenn wir uns das Security Appliance Portfolio anschauen, gibt es von klein bis groß. In der kleinsten Ausführung die MX67, typischerweise um die 75 User, sagt Meraki. Wir haben einen Throughput von 600 Mbit, Stateful Inspection Firewall, der Crypto-Throughput, sprich VPN oder mit Security-Features aktiviert, ist dann immer die Hälfte, wichtig zu wissen. Diese kleinen Appliances, ja, MX67, 68 und 75, kommen im Desktop-Formfaktor und haben auch optional WLAN und LTE-Connectivity mit an Bord. Ist zum Beispiel ganz, ganz, ganz praktisch jetzt für ein kleines Office mit ein paar Usern. Das könnte man dann in Wirklichkeit sogar mit einer Box betreiben. Die haben auch einen kleinen Switch eingebaut mit bis zu, ich denke, 10 oder 12 Ports. Auch mit PoE out, sprich, wir könnten da sogar einen Access Point anhängen. Und ein kleines Office sogar direkt mit diesen kleinen Appliances abhandeln. Ja. Im mittleren Segment MX85 bis 105 sind wir so bei ca. 250 bis 750 Usern daheim, bewegen uns zwischen 1 und 3 Gigabit im Throughput. Das sind 19 Zoll Rack Mountable Devices, auch mit optional redundanten Power Supply und SFP-Uplinks möglich. Und für eine Large Site gäbe es dann die MX250 oder 450. Ja, mit Vielzahl an SFP Plus, mehr Throughput und redundanten Power Supplies. Wird typischerweise auch gern als VPN-Konzentrator verwendet. Es sei auch erwähnt, es gibt für die gängigen Public Cloud-Plattformen auch virtuelle MX-Appliances in 3 verschiedenen Größen, von 200 Mbit bis 1 Gigabit Throughput. Nur der Vollständigkeit halber würde ich jetzt auch nicht genau darauf eingehen. Eines der wichtigsten Features dieser MX-Appliances ist das Auto-VPN. Und das ist gerade eine Technologie, wo die Cloud wirklich ihre Stärken ausspielen kann. Viele von uns kennen das wahrscheinlich, ein Side-to-Side-Tunnel konfigurieren. Muss jetzt gar nicht so einfach sein, kann durchaus komplexer werden. Gerade bei Meraki kann man so ein Side-to-Side-Tunnel wirklich mit drei Klicks in der GUI aufbauen. Das Ganze funktioniert so, dass sich die Security Appliances in der Cloud melden. Dadurch weiß die Cloud, welche Public IPs diese lokale Site verwendet, welche Private IPs die Firewall hat. Und zwar von allen VPN-Teilnehmern ist das bekannt. Und dahingehend kann diese Info auf alle VPN-Teilnehmer verteilt werden und die Tunnel können direkt zwischen den Firewalls gespannt werden. Sehr, sehr simpel und einfach zu konfigurieren. Funktioniert wunderbar. Funktioniert sogar hinter NAT auf beiden Seiten. Genau. Aufbauend auf diesem Auto-VPN sind dann mit der Zeit die SD-WAN-Features dazugekommen und beinhalten im Prinzip alles, was so ein modernes SD-WAN braucht. Also wir können applikationsbasiert den Traffic auf verschiedene Uplinks fließen lassen. Zum Beispiel eine Firewall doppelt anbinden mit zwei Uplinks, einmal MPLS, einmal Internet oder zweimal Internet. Und je nachdem unsere Applikationen dynamisch über diese beiden Ports verteilen. Man kann dann Policies definieren, sprich, wenn zum Beispiel die Voice-over-IP-Qualität sinkt aufgrund von gewissen Metriken, Packet-Loss, Delay, Jitter, könnte man dann unsere Policies schreiben und diese wichtigen kritischen Applikationen würden dann zum Beispiel einen anderen Warnlink verwenden. Zu den Security-Features der MX. Hat im Prinzip alles, was so eine klassische Next-Generation-Firewall braucht. Wir haben eine Stateful und Application-Aware Enterprise-Firewall mit IPS an Bord. IPS, das basiert auf Snort, also genauso wie bei der Cisco Firepower. Wir haben Content-Filtering und URL-Filtering und auch Advanced Malware-Protection mit Cisco AMP. Das sind die On-Premise-Features.
Das Ganze lässt sich auch die Cisco Cloud Security Lösungen lassen sich super in das Meraki Portfolio integrieren. Cisco Umbrella mit DNS Layer Security, Cloud Proxy, alles recht einfach und elegant möglich. Im Hintergrund steht, wie bei allen Cisco Security Lösungen, das Talos Team mit seiner Threat Intelligence. Genau. Wie vorher erwähnt, die Homeoffice Appliance oder Teleworking Appliance, die Z3, ist eine elegante kleine Appliance, die extrem beliebt ist bei unseren Kunden und gerade für das aktuelle Aufkommen und den Boom vom Homeoffice wunderbar geeignet ist. Eine kleine Box mit 4 Switchboards, einer davon PoE-fähig. Sprich, wir könnten dahinter zum Beispiel ein Telefon betreiben oder einen WLAN-Access Point. Wir haben WLAN auch mit an Bord. Und einen VPN-Throughput von ungefähr 50 Mbit, was für die meisten Fälle auf jeden Fall ausreicht. Optional gibt es diese Z3 auch mit einem Cellular-Uplink an Bord. Sprich, mit einer SIM-Karte ist das Ding LTE-fähig und bräuchte nicht einmal einen stationären Internetanschluss. Was Cellular betrifft, da hat man Meraki auch was. Und zwar diese Cellular Gateways, die seit ca. 2 Jahren verfügbar sind, in 2 Varianten, MG21 und MG41. Hauptsächlich der Unterschied dabei ist Throughput. Die MG41 ein bisschen stärker im Durchsatz. Gibt es mit Dual SIM, mit internen und externen Antennen. Sie sind prinzipiell weatherproof, können draußen betrieben werden, haben 2 Uplinks, beziehungsweise 2 Downlinks eigentlich, und können dementsprechend zum Beispiel für einen Firewall-Cluster da den Uplink oder einen Backup-Uplink zur Verfügung stellen. Das Ganze Cloud-managed, melden sich automatisch in der Meraki Cloud und sind jederzeit erreichbar und monitorbar. Gut, als letzte Technologie im Portfolio. Von meiner Seite würde ich kurz einen Überblick über das Wireless-Portfolio geben. Meraki kommt eigentlich sogar aus der Wireless-Ecke. Sie haben mit Wireless-Hardware angefangen. Und gerade das Wireless-Portfolio, das Access Point-Portfolio, kann sich da durchaus sehen lassen und konnte sich immer schon sehen lassen. Von aktuellen Access Points her haben wir 4 Wi-Fi 6E-Modelle. Für alle, die es nicht wissen, Wi-Fi 6E ist der neue Standard, der seit diesem Jahr verfügbar ist. Da geht es um den 6 GHz-Bereich, der jetzt mittlerweile auch für WLAN freigeschalten ist. Ist ein Riesensprung in der Performance. Und ja, da hätten wir schon 4 Modelle mit internen Antennen zur Verfügung. Es gibt dann noch 7 Wi-Fi 6-Modelle, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, und 3 Outdoor-Access-Point-Modelle. Mit allem, was man sich so wünscht. Ja. Mit externen Antennen, verschiedene externe Antennenmodelle. Typischerweise alles, was man sich von einem Access Point wünscht. Ich würde noch 1-2 interessante Features herausheben, was die Meraki Access Points unterstützen. Und zwar zum einen dieses dedizierte Radio-Interface, das jeder Meraki Access Point für Scanning und Bluetooth an Bord hat. Über dieses wirklich eigenständige Radio können im Hintergrund diverse Scans gemacht werden für den Betrieb und andererseits auch für Security. Zum Beispiel baut das Radio Resource Management darauf auf. Das betrifft zum Beispiel die Kanalwahl und die Wahl der Power Levels. Im Hintergrund wird permanent das Spektrum nach Störfrequenzen gemonitort und auch Security Features wie Rogue Management oder Intrusion Prevention können quasi zu 100% im Hintergrund mitlaufen. Typische Access Points, die dieses Radio nicht haben, müssen das Client Radio dafür verwenden und das kostet Performance und kann ab und zu zu Verbindungsproblemen auch für die Clients führen. Auch ein interessantes Feature ist das automatische Mesh bei den Meraki Access Points.
die Wireless-Techniker unter uns, denen läuft beim Mesh oft ein kalter Schauder den Rücken runter, weil das durchaus etwas komplexer werden kann. Meraki hat das ganz elegant gelöst, und zwar gehen die Access Points automatisch in einen Mesh-Mode, wenn sie über LAN ihre Meraki Cloud nicht erreichen können. Und sogar andere Access Points, die dann eben über LAN trotzdem erreichbar sind, handeln dann den Mesh-Traffic von diesen Mesh-Access Points. Das Ganze funktioniert komplett transparent im Hintergrund. Sprich, sollte mal irgendwo ein LAN-Link ausfallen bei einem Access Point, kann der einfach auf Mesh umschalten und ist trotzdem noch erreichbar. Auch das 6 GHz Band, das neue Band, wird dabei unterstützt und wir sind dementsprechend performant mit Mesh unterwegs. Auch von Tag 1 dabei, Location Analytics. Bei anderen Lösungen braucht man da oft wieder zusätzliche Appliances, virtuelle Appliances, zusätzliche Subscriptions. Beim Meraki ist das von Anfang an dabei. Bietet einerseits eine Location Heatmap, man sieht, wo sich die Clients typischerweise im Gebäude aufhalten. Man kann da Gebäudepläne hinterlegen und die Access Points positionieren. Man kann diese WLAN-Clients und auch Bluetooth-Clients dann tracken. Kann natürlich deaktiviert werden. Für gewisse Einsatzzwecke ist das aber ganz interessant. Wir sehen das oft für zum Beispiel Asset-Tracking, dass da WLAN-Tags oder Bluetooth-Tags auf wichtige Assets angebracht werden. Die kann man dann eigentlich durchgehend durch seine Facilities verfolgen. Die Genauigkeit ist dabei immer abhängig von der Access Point Platzierung. Das basiert auf Signaltriangulation. Sprich, wir brauchen mindestens 3 Access Points, die den Client oder dieses Tag umschließen, um eine sinnvolle Position, Genauigkeit zu erhalten. Dabei kann man durchaus Genauigkeiten von 1 bis 2 Metern erreichen. Ja, für manche Einsatzzwecke durchaus interessant. Diese Daten, auch wichtig zu sagen, diese Location-Daten befinden sich nicht in der Cloud, werden dort nicht gespeichert, sondern das funktioniert über einen Stream, über die API auf einen Kundenserver, ja, der irgendwo dann on-premise im Netzwerk steht. Die Varianten der Authentifizierung sind bei Meraki Wireless auch ganz interessant, weil sie sich durchaus von anderen Lösungen unterscheiden. Zum ersten Mal für Gästelösungen gibt es eine Splash-Page, und zwar am Access Point wird die gehostet. Sprich, wenn wir verteilte Lösungen haben, mit vielen Standorten zum Beispiel, dann müssen wir uns nicht um eine Splash-Page oder eine Gästebox vor Ort an jeder Location kümmern, sondern dieses Gästeportal läuft direkt am Access Point. Man muss auch dann nicht diesen Gästetraffic zum Beispiel irgendwo aufwendig in ein Datacenter tunneln, sondern ja, er kann direkt am API ausbrechen und wird dann weiter gehandelt. Meraki unterstützt auch 802.6 ohne On-Premise-Radio-Server, sprich 802.6 mit der Meraki Cloud. Kann auch ein ganz interessantes Feature sein. Da kann man User in der Cloud definieren, die dann mit dem Meraki Radius Server authentifiziert werden. Ja. Der Identity Breacher Key ist auch eine recht interessante Technologie. Dabei ist zwar ein Radius Server vor Ort notwendig, aber gerade für IoT-Anwendungen kann das ganz interessant sein. Das ermöglicht uns, in einer WLAN-SSID mehrere Breacher Keys zu verwenden. Der Breacher Key wird dann am Radius-Server definiert und wir können zum Beispiel für 100 Clients 100 verschiedene Breacher Keys in einer SSID verwenden. Ja. Ähnlich dazu gibt es auch noch den Group-Based Breacher Key. Da kann man bis zu 50 Breacher Keys in einer SSID definieren und dann anhand des Breacher Keys, den die Clients verwenden, gewisse Policies definieren. Security Policies zum Beispiel könnten alle, die den Breacher Key A verwenden, ins VLAN A kommen, alle mit dem Breacher Key B kommen ins VLAN B. Und so lässt sich ja auch für manche Einsatzzwecke eine interessante Segmentierung innerhalb einer SSID schaffen. Ja, und als letztes Feature noch, Wireless Health ist ein super Beispiel für Features, die Meraki über die Cloud
uns zur Verfügung stellt. Das ist vor 4 Jahren ist das einfach im Hintergrund aktiviert worden. Und mittlerweile sehen wir für alle WLAN-Clients oder eigentlich für alle Clients, da werden Metriken gesammelt. Vor allem Metriken, die Verbindungen und die initialen Verbindungen, das Onboarding von den Clients betreffen. Wichtige Netzwerkprotokolle wie DNS, DHCP, die Authentifizierung. Sehen wir auf einen Blick zum Beispiel, wo beim Onboarding etwas gescheitert ist. Ja? Zum Beispiel keine DHCP-Adresse erhalten oder wir haben einen Authentifizierungsfehler. Sieht man alles auf einen Blick. Pro Access Point, pro Client, pro SSID kann man sich alles anschauen und erleichtert wieder für den Admin das Troubleshooting immens. Ja, das wäre es mal von meiner Seite mit den ersten beiden Produktkategorien und ich würde an meinen Kollegen, den Wolf Dieter, übergeben für die nächsten Punkte. Danke, Klaus. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Freut mich, dass du einige Zeit gefunden hast für unsere Präsentation. Ganz kurz zu meiner Person. Wolf Dieter Seher, mein Name, bin bei der NTS im Design und Implementation Team am Wiener Standort tätig und habe relativ oft mit Meraki zu tun. Genau, springen wir gleich ins Produktportfolio weiter. Es gibt, wie der Klaus schon erwähnt hat, nicht nur Access Points, die man typischerweise von Meraki kennt, sondern unter anderem auch Switches. Schauen wir uns einmal kurz die Modellübersicht an. Das geht los mit der MS-120er Serie bzw. 125er Serie. Das ist wirklich so die Einstiegsschiene, da geht es los mit den 8-Port-Switches bis hin zu 48 Ports. Use Case ist da eher wirklich so kleine Zweigstellen. Die unterstützen kein Stacking, da gibt es kein redundantes Power Supply. Sehr wohl aber ein 10G-Uplink beim MS-125. Die nächstgrößere Schiene ist dann der MS-210-225. Da geht es dann los, die können dann wirklich auch schon Stacking und gibt es mit redundante Power Supply. Basis Layer 3 Funktionalität, Static Routing. Ist so der typische Access Switch. Nächstgrößere Schiene ist dann der 350-355. Da geht es dann los mit Multigigabit, also 2,5, 5G, 10G über Kupfer. Die unterstützen auch UPOE, also wenn man mit den 30 Watt POE-Leistung nicht auskommt, gibt es UPOE. Die haben redundante Lüfter zusätzlich, die können auch Hot Plug im laufenden Betrieb getauscht werden und ab da kommt dann auch schon dynamisches Routing über USBF ins Spiel, gibt es mit bis zu 40G Uplinks, zum Beispiel beim MS-355. Die nächstgrößere Serie, MS-410, MS-425, MS-450 sind so die typischen Aggregation-Switches mit Fiber-Ports, wo eben die ganzen Switches zusammenkommen, typischer Core-Switch. Natürlich redundantes Power Supply, natürlich redundante Lüfter und können auch dynamisches Routing. Der MS-390, für den habe ich eigene Folie gemacht, der fällt ein bisschen in eine andere Kategorie. Die von euch, die an 9300er Catalyst Cisco Switch kennen, werden jetzt sagen, okay, der schaut sehr ähnlich aus. Ja, es ist auch so. Es ist eigentlich ein Catalyst 9300 mit einer Meraki Software drauf. Drum auch dieses modulare Uplink-Modul, wie man es von den 9300er kennt, mit entweder 10G oder 40G Uplinks. Den gibt es mit bis zu 48 Multigigabit-Ports, klarerweise Stacking, dynamisches Routing, Power Supplies, Lüfter, alles redundant ausgeführt, kann man im laufenden Betrieb tauschen, ist so der High-End-Access-Switch. Wie schaut es mit den Features aus bei den Switches? Also zwischen die Modellreihen kann man sagen, grundsätzlich gleiches Feature-Set mit zwei Ausnahmen. Das ist einerseits der MS-120, der ist ein bisschen eingeschränkt, der unterstützt zum Beispiel keine Dynamic App Inspection, Broadcast Storm Control funktioniert nicht. Und ist ein bisschen limitiert bei Quality of Service Features. Die andere Ausnahme ist der MS-390. Das ist zum heutigen Zeitpunkt der einzige Meraki-Switch, der Adaptive Policy unterstützt. Was versteht man unter Adaptive Policy? Das ist die Mikrosegmentierung mit SGTs, also Secure Group Tags, aus der Cisco-Welt, aus der klassischen kennt man es unter dem Namen TrustSec. Genau, so viel zu den Switches. Eine ganz interessante Produktserie sind die IoT-Sensoren von Meraki. Die sind relativ neu. Ich glaube, es gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, aber haben vielleicht noch nicht alle am Radar, dass die gibt. Typische Sensoren, zum Beispiel Temperatursensor oder Luftfeuchtigkeitssensor, Wassereintrittssensoren. Das Portfolio wächst immer. Wie funktioniert das? Die Connectivity funktioniert in dem Fall über Bluetooth Low Energy, also das ist nicht irgendwie WLAN, sondern es ist wirklich Bluetooth Low Energy als Protokoll. Die Sensoren verbinden Sie entweder mit Meraki Access Points, die ein Bluetooth Low Energy Modul haben, oder mit Meraki Kameras, die haben teilweise auch Bluetooth Low Energy an Bord. Die Stromversorgung kann entweder klassisch über Netzteil funktionieren oder aber auch typisch mit zwei AA-Batterien, wie man es aus der Fernbedienung kennt. Und man hat dann eine Laufzeit bis zu 5 Jahre. Das ist diesen Bluetooth Low Energy, das ist wirklich sehr, sehr stromsparend und der Sensor, wenn man sagt, okay, 5 Jahre, ich gehe nach 5 Jahren Batterien tauschen, mit denen kann man leben. Für den Fall der Fälle, dass der Sensor keine Connectivity zur Cloud hat, warum auch immer,
dann speichert er die Messdaten lokal am Sensor und sobald wieder Connectivity in die Cloud ist, meint er dann einen Anzug hochgeladen und man kann die dann im Dashboard entsprechend auswerten und sich anschauen. Aber was gefällt mir daran? Das ist wirklich das simple Onboarding, das gefällt mir ganz gut. Dadurch, dass das Bluetooth Low Energy ist, braucht man auf dem Gerät nichts konfigurieren. Man fügt das Gerät ins Dashboard hinzu mit der Seriennummer, so wie es der Klaus schon erwähnt hat, legt die Batterien ein, das Ding startet, connectet sie mit dem Access Point oder mit der Kamera, ist online und schickt seine Daten. Mehr gibt es da nicht zum Tun. Also es ist wirklich ganz, ganz simpel. Es ist in einer jeden Dashboard-Organisation, egal ob bestehend oder neu, sind vor einer gewissen Zeit 5 Gratis-Lizenzen für Sensoren hinzugekommen. Also man braucht ja eigentlich nur die Hardware holen und kann schon mit 5 Sensoren einmal testen. Natürlich, was man von einem Sensor erwartet, man kann Alarmierungen über E-Mail, SMS, wenn jetzt beispielsweise der Temperatursensor im Serverraum irgendwie über 25 Grad hochgeht, wie man das vielleicht per SMS kriegen. Die Daten, ganz klar, wie beim RAC üblich, kann man über API-Schnittstelle auslesen oder man exportiert es klassisch in CSV-Datei oder Excel und macht dann, was man immer möchte damit. Nächste Produktreihe, die es von Meraki gibt, auch ganz interessant, smarte Kameras. Also ich werde jetzt nur ganz einen kurzen Überblick geben, es wird sonst ein bisschen den Rahmen sprengen. Nur, dass, wenn es mal vielleicht ein Thema ist, wenn das bei euch irgendwo analysiert wird, ob es Kameras benötigt, denkt dann, es gibt Meraki-Kameras, ihr habt vielleicht schon Meraki-Produkte im Einsatz, es integriert sich dann alles in ein Dashboard. Ja, typische Kameras verbinden entweder über LAN oder WLAN. Interessant da ist, die Daten werden eigentlich lokal auf der Kamera gespeichert, also da geht einmal nichts in die Cloud, außer man möchte es, dann gibt es die Cloud-Aktivierung und dann liegen ja wirklich die Videodaten in der Cloud. Gibt es in unterschiedlichsten Varianten, sowohl Indoor, Outdoor, 360-Grad-Kameras mit fixem Sichtfeld, mit schwenkbarem Sichtfeld, mit Zoom, also alles, was man so üblicherweise an Kameras braucht, wird man in dem Portfolio finden. Auch ein spannendes Produkt, das vielleicht die wenigsten kennen. Es gibt von Meraki eine Mobile-Device-Management-Lösung, der sogenannte Systems-Manager. Ist ein modernes, cloud-basiertes Mobile-Device-Management für eben die ganzen üblichen Betriebssysteme, Android ab Version 7, iOS, Chrome OS und so weiter. Also da kauft man jetzt aber auch nicht in der Box, sondern das ist rein nur eine Lizenz, Cloud-Connectivity und es geht los. Was kann das Ding? Wie man es von einem modernen MDM-System erwartet, viele Funktionen. Zum Beispiel, man kann dann die Geräte sperren, wenn sie irgendwie verloren gehen, löschen. Man kann WLAN-Profile ausrollen, Zertifikate ausrollen. Das ist auch immer so ein Thema. Wie kriegt man die aufs mobile Gerät? Passwort-Policy, Software installieren und so weiter. Also das könnte man wahrscheinlich ein eigenes Webinar drüber machen. Würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, da jede Funktion zu erzählen. Lizenzierung ist auch so ein Thema. Ist nicht mein Lieblingsthema, aber ich glaube, gerade bei einer Cloud-Lösung sollte man es kurz einmal ansprechen. Es gibt grundsätzlich einmal unterschiedliche Modelle. Das ist die Co-Terminierung oder das Per-Device-Licensing. Jedes Device, das im Dashboard betrieben werden will, benötigt eine entsprechende Lizenz. Das ist bei einer Cloud-Lösung halt einmal so. Und die kann man in unterschiedliche Laufzeiten kaufen. Angefangen mit einem Tag bis zu 10 Jahre. Warum ein Tag? Ich habe mich da selber oft gewundert, was macht man mit einer Ein-Tages-Lizenz? Habe jetzt vor kurzem sogar einen Use-Case gehabt dafür bei einem Kunden. Die haben einmal im Jahr eine 3-Tages-Veranstaltung und da brauchen sie 10 zusätzliche Access-Points. Den Rest vom Jahr verstauben die im Kosten. Da bietet sie das an, okay, der kauft halt für 5 Tage Lizenz und braucht die Lizenz nicht das ganze Jahr kaufen. Vielleicht hat der eine oder andere so einen Anwendungsfall, dann ist gut, wenn man es weiß. Was ist der große Vorteil von der Co-Termination? Das ist übrigens auch das Standardmodell, wenn man jetzt eine neue Dashboard-Organisation anlegt, ist standardmäßig die Co-Terminierung. Man hat ein Lizenzablaufdatum für die gesamte Organisation, für alle Komponenten, die man drinnen hat. Wenn man ein Device hinzufügt und eine Lizenz hinzufügt, ändert sich immer die Gesamtlaufzeit. Also nicht pro Device. Das führt oft aber ein bisschen zu Verwirrung, darum sage ich es. Unterschiedliche Devices haben eine unterschiedliche Gewichtung. Man kann sagen, eine Access Point Lizenz hat jetzt für die Gesamtlaufzeit weniger Auswirkung, wie wenn man jetzt einen neuen 48-Port-Switch hinzufügt. Das ist einfach mit dem Preis hat zu tun und das wird dann in einen Pott geworfen und im Endeffekt verlängert sich dann das Gesamtablaufdatum. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschauen will, da gibt es einen License Calculator, da kann man eben genau das ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt eine Lizenz für dieses und dieses Gerät hinzufüge, wie verändert sie meine Gesamtlaufzeit. Findet man im Dashboard, kann man sich kurz mal anschauen, wenn man vor dem Thema steht. Das zweite Lizenzmodell, klassisches Per-Device-Licensing, Lizenzierung, wie man sich das vorstellt, 1-zu-1-Verbindung vom Gerät zur Lizenz. Man hat dann natürlich, wenn man 10 Mal im Jahr Lizenzen gekauft hat, hat man 10 unterschiedliche Ablaufdaten, muss das ein bisschen im Auge haben. Was gibt es zu beachten? Das Lizenzmodell wählt man immer für die gesamte Organisation aus. Man kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, Netzwerk A, das meine Außenstelle in Graz ist, habe ich als Co-Terminierung und die Zentrale habe ich zum Beispiel als Per-Device-Licensing.
Nein, leider nicht. Das ist immer für die gesamte Organisation. Man kann wechseln, einmalig zwischen den Lizenzmodellen, standardmäßig, wie schon erwähnt, Co-Termination. Wenn man auf Per-Device-Licensing wechselt, ist das aber ein Weg, den kann man über das Dashboard machen, gibt es aber keinen Weg mehr zurück. Also das ist dann in Stein gemeißelt. Was spricht überhaupt dafür, dass man den Wechsel macht? Also technisch würde mir jetzt nichts einfallen. Meistens sind es organisatorische, kaufmännische Gründe, weil man eben die Lizenzkosten auf unterschiedliche Kostenstellen aufteilen muss. Das ist da meistens das Thema, warum man das macht. Genau, der Klaus hat schon erwähnt, Meraki Catalyst, ist beide aus besten Welten. Also wir kennen die Meraki als Cloud-Lösung schon seit Jahren und die Catalyst-Switches sind, glaube ich, auch durchaus bekannt. Und das Ganze soll jetzt ein bisschen näher zusammenwachsen. Was kann man sich da vorstellen? Also es wird da zwei unterschiedliche Varianten geben. Einerseits das Catalyst Cloud Monitoring. Was ist das? Man hat zum Beispiel schon in Verwendung 9200er Switches und möchte die einfach monitoren. Sie sind wirklich dann im Dashboard ersichtlich, aber mit einer Read-Only-Ansicht. Man kriegt rein nur Monitoring-Telemetriedaten. Der zweite Modus ist wirklich der Meraki-Mode. Da wird der Switch wirklich konvertiert und ist dann komplett nur mehr übers Meraki-Dashboard managebar. Die Konsole ist disabled, also man kommt auf den Switch nicht mehr drauf und erfüllt sich dann eigentlich an wie ein klassischer Meraki-Switch. Also man nimmt einen Catalyst, konvertiert ihn und erfüllt sich dann an wie ein Meraki-Switch. Warum ist das vielleicht für den einen oder anderen interessant? Ganz klar, das simple Management, wenn man jetzt im Meraki-Mode ist, die Konfiguration, man ändert alle 3 Jahre vielleicht im Switch irgendwas, über die CLI ist man vielleicht nicht ganz topfit. Im Dashboard wirklich eine einfache Geschichte und man hat die Meraki, die Catalyst-Hardware mit der Einfachheit der Meraki-Lösung. Oder man möchte vielleicht nur das Monitoring haben, weil man noch kein Monitoring-System hat. Oder von einem Dritthersteller, was kostet, wie auch immer. Oder vielleicht, also wenn man jetzt angenommen ein DNA-Center hat, dann wird man nicht drüber nachdenken. Aber das passt halt von der Größe her auch nicht für alle Kunden. Oder ihr habt schon eine Mischumgebung. Sieht man relativ oft Meraki Access Point und Catalyst Switches. Und man sagt, das im Dashboard gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Monitoring ist super. Ich möchte meine Switches drin haben, damit ich auch große View über das ganze Netzwerk habe. Dann kann man das andenken. Genau, Stand heute, was wird unterstützt? Fürs Cloud Monitoring, also wirklich die Read-Only-Ansicht im Dashboard, derzeit die 9200er, 9300er und 9500er Serie. Es soll demnächst kommen, auch die 94er, 96er, also die modularen Switches, die sollen jetzt auch demnächst kommen. Und der Full Meraki-Managed-Mode, wo wirklich der Switch konvertiert wird zu einem Meraki-Switch, das kommt für die 9300er Serie jetzt im ersten Step. Und bei den Access Points ist man eigentlich schon so weit. Also die neuesten Access Points, 91, 62, 64, 66, die kann man entweder klassisch betreiben mit einem Cisco Wireless Controller oder über die Cloud. Da wird wirklich der Access Point einfach nur konvertiert. Dann sind wir eh schon beim Monitoring Mode. Wie erwähnt, die Read-Only-Ansicht im Dashboard. Wie schon erwähnt, für alle, die kein Monitoring haben, es gibt doch mehr, als man eigentlich glaubt. Also wir sehen das immer wieder. Man hat ein super Monitoring von überall verfügbar. Das Einzige, was ich brauche, ist irgendwo ein Internet und dann steige ich im Browser in mein Dashboard ein und habe mein Monitoring. Oder, wenn ich möchte, es gibt da eine Smartphone-App, dann kann man mal im Urlaub am Strand nachschauen, wie es an der Infrastruktur geht, wenn man das haben möchte. Die Konfiguration und das Feature-Set ist aber weiterhin, wie es am Catalyst-Switch ist. Es läuft das iOS XE drauf, ich kann meine Konfigurationen über die CLI machen, über Schnittstellen, wie auch immer, nicht über das Dashboard, das ist Read-Only. Und das kann man eigentlich jederzeit testen. Es sind keine Lizenzen notwendig. Die hat man sowieso und kann das jederzeit ausprobieren. Was sind so die Voraussetzungen? Ist schon klar, die unterstützte Hardware, iOS XE ab Version 17.3 Plus, die DNA-Lizenz, die kauft man sowieso. Also wenn man Catalyst Switch kauft, muss man die DNA-Lizenz mitkaufen. Also die hat man schon. Man braucht Zugriff aufs Meraki Dashboard. Entweder man hat es eh schon, weil man Access Point meinetwegen in Verwendung hat, oder man legt sich einfach eine neue Dashboard-Organisation an. Im Dashboard muss man dann den API-Access aktivieren und einen API-Key generieren. Das ist für das Onboarding ein Thema. Klar, der Switch braucht Connectivity zur Meraki Cloud. Das Ruleset ist aber wirklich überschaubar, also 443 auf Meraki.com. NTP muss eingerichtet sein am Switch, damit die Zeit passt. Und man braucht für die initiale Inbetriebnahme einen SSH-Zugriff auf dem Switch. Und die Onboarding-App, die man über das Dashboard beziehen kann. Ich werde das Ganze dann in einer Live-Demo herzeigen. Da sehen wir das dann gleich mal, wie das wirklich ausschaut und wie sich das anfühlt. Was passiert bei der Konvertierung? Es wird einfach am Switch ein bisschen eine Konfiguration hinzugefügt. Einerseits NetConf wird aktiviert, LLDB für die Neighbor-Informationen. Ein Meraki-User wird konfiguriert, ganz klar, irgendwie muss man die Daten auslesen. Ein Zertifikat wird importiert für den SSL und der TLS-Tunnel wird konfiguriert, über den dann die Telemetriedaten in die Meraki-Cloud übertragen werden.
Dann wären wir eigentlich schon so weit, dann würde ich das gerne mal live herzeigen. Ich melde mich da jetzt mal an. Wie kommt man zu dieser Onboarding-App im Dashboard? So, unter Inventory findet man hier den Download. Die App gibt es eben für Mac, Windows, Linux. Ich habe es bei mir schon runtergeladen. Ich muss jetzt nicht mehr machen. Zusätzlich, wie erwähnt, müssen wir in den Settings den API-Access aktivieren. Das ist auch ganz einfach, ein Hackerl, dann ist er aktiviert. Und man generiert sich noch einen API-Key. Ich habe es schon gemacht, aber das wäre in dem Menüpunkt. Da ist mein API-Key. Mehr braucht man eigentlich einmal nicht. Ich habe da jetzt eine Testorganisation erstellt. Also wenn man jetzt reinschaut, sieht man, ist noch kein Switch da. Ich bin mit der Konsole ganz normal auf meinem Catalyst-Switch drauf. Ganz normales iOS XE, der ist konfiguriert. Ist eine ganz normale Port-Config drauf. Mal uns anschauen. Also wie man es kennt. Und den konvertieren wir jetzt live in diesen Meraki Monitoring Mode. Also die Cloud Monitoring Catalyst App, die Onboarding App starten. Den API Key, den können wir uns gleich mal rauskopieren. Dann haben wir den zur Verfügung. Dann wählen wir aus, in welche Organisation wollen wir das hinzufügen. Wenn man mehrere Organisationen hinterlegt hat, üblicherweise wird man eh nur eine haben. In meinem Fall sind es ein paar mehr. Dann gibt man die IP-Adresse vom Switch ein, vom Management-Interface vom Switch. In meinem Fall die 192.168.140.13. User Credentials fürs Onboarding vom Switch, also das sind die lokalen User Credentials am Switch. In meinem Fall Admin Cisco Cisco. Ich hoffe, ihr habt andere in Verwendung. Und dann kann man so einen Pre-Check machen. Was passiert beim Pre-Check? Da wird eben geprüft, hat der Switch Connectivity in die Cloud, ist ein NTP-Server eingetragen, passt die iOS XE-Version. Wenn das alles gut geht, dann hat man einen grünen Haken und kann weiterfahren. Genau, ready for onboarding. Next, man wählt sein Netzwerk aus, wo man den wirklich dann hinzufügen will. In meinem Fall habe ich nur ein Netzwerk. Das ist mein Labnet. Und dann kann ich mir nochmal vor der Konvertierung die Details anschauen. Mit einem Klick auf Show Details sieht man dann, was passiert wirklich in der Config. Vorher werden einmal so alte Konfigurationsreste gereinigt, dann eben Netconf, LLDP, der User wird angelegt und zum Schluss sieht man eben das Zertifikat und die Tunnel-Config. Mehr ist es nicht. Ein Klick auf Next. Dann verbindet sich jetzt die Onboarding-App auf dem Switch, führt das Ganze durch. Kannst du jetzt im Detail anschauen. Und der ganze Vorgang dauert jetzt ungefähr so 5 bis 10 Minuten, bis wirklich dann die Daten in der Cloud sichtbar sind. Während der Switch da jetzt arbeitet, würde ich sagen, wir machen mit den Folien weiter und schauen dann ganz zum Schluss nochmal, wie sich das dann anfühlt, wenn der Catalyst-Switch im Meraki-Dashboard im Monitoring-Mode ersichtlich ist. Wie gesagt, da steht jetzt Waiting for Device to be available. Das dauert ungefähr 5 bis 10 Minuten und dann sehen wir. Genau. Machen wir mit den Folien weiter. Was gibt es noch? Der Meraki-Mode, wie vorher schon erwähnt, wo man wirklich den Switch komplett konvertiert, wo dann die Konfiguration nur mehr über das Dashboard möglich ist. Ist derzeit noch nicht verfügbar, soll aber demnächst released werden. Also das ist wirklich ganz kurz vorm Start. Wird im ersten Step einmal nur für die 9300er-Serie verfügbar sein. Sollen aber weitere folgen. Also ich denke, da werden wahrscheinlich auch 9.2er, 9.3er, 9.5er wird in Zukunft immer wieder was dazukommen. Das ist ganz neu, ist ganz am Start noch, aber da geht echt viel in die Richtung. Was gibt es da zum Beachten, wenn man das macht? Also die Config ist dann einmal wirklich weg. Das kann man jetzt nicht im laufenden Betrieb machen. Monitoring-Mode kann man im laufenden Betrieb machen, da passiert gar nichts. Beim Management-Mode ist wirklich die Konfiguration weg. Der Switch kommt mit einer Meraki-Basis-Config, meldet sich ans Dashboard und die ganze Konfiguration wird dann wirklich nur mehr im Dashboard oder über API-Schnittstellen ermöglicht. Konsole kann ich mir anstecken, sehe aber nichts, die ist wirklich disabled und über CLI habe ich keine Chance mehr, dass ich auf den Switch draufkomme. Also es ist wirklich, man hat im Endeffekt Catalyst-Hardware und es fühlt sich an wie ein Meraki-Switch. Zum Thema Access Points, wenn wir es auch schon anklicken haben lassen, da gibt es ja schon. Also die ganzen neuen Access Points der Catalyst-Serie 91, 62, 64, 66 kann man entweder klassisch über einen Wireless LAN-Controller betreiben, typischerweise 9800er-Controller oder über den Meraki Cloud. Warum könnte es vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant werden? Es gibt bei der 9160er-Serie nicht mehr den Embedded Wireless-Controller.
weiß nicht, wer das vielleicht kennt, früher hat es einmal Mobility Express gegeben, dann war es der Embedded Wireless Controller. Da hat quasi einer von den Access Points die Funktion des Wireless Controllers übernommen und die anderen Access Points gemanagt. Das gibt es bei der 9960er Serie nicht mehr. Also wenn man den irgendwie standalone ohne Controller betreiben will, nimmt man die Möglichkeit über die Cloud. Wenn man die 9162 zum Beispiel bestellt, wählt man aus, okay, ich möchte die im Meraki-Mode haben, dann kommt er mit Meraki-Software oder im DNA-Mode, dann kommt er klassisch mit der Cisco-Software und kann am 9800er Controller joinen. Wie funktioniert die Konvertierung, wenn man später konvertieren will oder vielleicht falsch bestellt hat? Kein Problem, wenn der Access Point am 9800er Wireless LAN Controller ist, gibt es in der 9800er GUI einen Button, konvertieren zu Meraki. Passt, dann macht er das, ist konvertiert. In die andere Richtung, wenn man das im Dashboard wieder rausbringen möchte und wieder einen klassischen Cisco-Controller joinen lassen will, über einen Support-Case bei Meraki, das geht aber ganz unkompliziert, einfach sagen, bitte zurückkonvertieren, das passiert. Warum sollte man das machen? Man hat vielleicht eine kleine Umgebung mit nur 5 Access Points, ein Hardware-Controller sprengt das Budget, man hat vielleicht keine VM-Ressourcen für einen virtuellen Controller, man kennt sich vielleicht mit dem Meraki-Dashboard schon ganz gut aus und will sich jetzt nicht nur den 9800er-Controller anschauen müssen. Die Konfiguration ist auch nicht ganz so selbsterklärend wie im Dashboard. Oder was definitiv ein Thema sein kann, man ist jetzt in der Situation, braucht zum Beispiel für Außenstelle am Städten meinetwegen 3 Access Points. Das Problem ist, kaufe jetzt neue Access Points, unterstützt mein Controller nicht, müsste mein Controller upgraden, wenn ich das mache, unterstützt aber wieder ältere Access Points nicht. Also ich stehe ein bisschen vor einem Dilemma, müsste jetzt eigentlich alte Hardware, 2-3 Jahre alte Hardware kaufen, nur damit es vom Controller unterstützt wird, würde aber eigentlich gern die neueste Generation kaufen, weil die schon 6 GHz hat. Okay, dann sage ich, nehme Meraki Management Mode, betreibe meine Access Points. Wenn sie dann in einem Jahr vielleicht herausstellt, ich habe jetzt meinen Controller abgegradet, weil die alten Access Points austauscht wurden, kann ich wieder zurückkonvertieren. Oder ich bin zufrieden, sage, das ist eigentlich super, das ist genau das, was ich brauche, das ist alles easy und ich bleibe im Meraki Mode. Das ist so, warum ich mir vorstellen könnte, warum wir das jetzt in nächster Zeit vielleicht öfter sagen. Genau. Ich würde jetzt irgendwie dann Klaus übergeben für ein Dashboard-Live-Demo und wenn wir dann fertig sind, schauen wir dann mal von unserem Switch drauf, wie es dem geht. Genau. Besten Dank. Danke. Okay. Genau. Wir würden gerne noch das Dashboard herzeigen. Ich habe das ja schon kurz gesehen vom Kollegen. Wir würden da jetzt kurz in unsere Showroom-Organisation switchen. Einfach, dass man nochmal das Gefühl kriegt, wie schaut dieses Dashboard aus, wie fühlt es sich an. Ne? Unsere Showrooms da im Hintergrund laufen auf Basis Meraki-Netzwerk. Und da gibt es einen in Wien, einen in Graz. Man wird da jetzt in dem Fall schon mal mit einer geografischen Übersicht begrüßt. Auch in tabellarischer Form möglich. Wir sehen, wir haben da zwei Standorte. Mit so und so viel Clients, vom so und so vielen Usage, da gibt es eine gewisse Anzahl an Devices drin, das sind sogar eine gewisse Anzahl an Devices, ist vielleicht sogar offline. Also wir haben da auf einen Blick eigentlich eine super Übersicht. Können da auch noch in die Device View reingehen und sehen da gleich einmal, wie es unseren Devices so geht. Springen wir mal in die Wiener Showroom-Organisation. Und wir landen eigentlich immer sofort in der Client-Übersicht, haben da oben gleich eine kleine Ansicht, wie es wieder unserem Netzwerk so geht, welche Technologien vielleicht aktuell Probleme haben. Sehen hier in der Client-View eigentlich sehr viele Informationen, auch noch sehr stark erweiterbar in der Tabelle. Wir können uns da alles mögliche einblenden lassen, auf relativ einfache Weise. Zum Beispiel die VLANs, die SSID und so weiter. Sind auch zum Beispiel jetzt wie viel Traffic produziert in dem Fall. Wir haben super Filtermöglichkeiten, können zum Beispiel von allen Clients auf Wireless Clients only filtern. Das wären diese, wenn wir da mal in einen reinspringen. Sehen wir gleich die Infos über diesen Client live dargestellt. Erstens mal, wo sich der Client befindet. In unserem Fall, wir haben da sogar eine Map hinterlegt. Das heißt, der befindet sich gerade da im Umkreis von diesem Showroom-AP mit dieser Signalstärke auf diesem Channel. Was sehen wir noch?
auf einen Blick ganz interessant zu sehen. Wir haben da diesen Client, der ist mit diesem Showroom-AP verbunden. Wir sehen da gleich die Verbindungsstatistiken. Wir sehen auch gleich auf einen Blick, wie geht es eigentlich dem Access Point. In anderen Lösungen muss man da vielleicht in die nächste GUI reinklicken. Wir sehen auch gleich, wo ist der Access Point verbunden, auf welchen Switch, auf welchem Port, wie geht es eigentlich diesem Switch-Port. Gleich auf einen Blick ersichtlich, gibt es da vielleicht irgendwelche bekannten Probleme, ja. Und wo ist dieser Switch auf der Firewall connected, ja? Also den kompletten Layer 2 Pfad sehen wir da gleich eingeblendet. Genau. Wenn man da zum Beispiel dann auf die Client Performance klickt, haben wir auch auf einen Blick gleich sehr interessante Infos, die wir fürs Troubleshooting oft benötigen, die sonst eher mühsam zu beschaffen sind. Das Ganze auch historisch, also wir können da ruhig ein bisschen weiter zurückgehen und schauen uns die Client-Performance von diesem Client über den Tag an. Ja, wir sehen die Auslastung, wir sehen, welche Signalqualität hat der Client gehabt. In unserem Fall nicht sonderlich spannend, weil sich der nicht bewegt. Wir würden da sehen, wenn der Client zwischen verschiedenen Access Points roamt, würde man das da sehen, würden verschiedene Access Points mit verschiedenen Signalstärken sehen, auch wie die Latency so war und auch Metriken vom Access Point selbst, auch gleich am ersten Blick ersichtlich. Ja. Wie war die Channel Utilization von diesem Access Point zu dem Zeitpunkt? Ja, ganz interessante und wertvolle Informationen für ein schnelles Troubleshooting. Als nächsten Punkt würde ich noch kurz in die Switch-Übersicht reinschauen. Wir haben eine Liste von unseren Switches. Würden wir mal zum Beispiel auf unseren 24-Port-Switch gehen. Sehen da wieder gleich, wie geht es dem Ding, welche Ports sind ab, wo wir gerade PoE bezogen, gab es da vielleicht Verbindungsabbrüche in der letzten Zeit. Und was vor allem interessant ist, und super praktisch, ist die Switchboard-Konfiguration. Wirklich ein cooles Feature. Wir können nämlich für einen gesamten Standort uns die Liste der Switchboards anzeigen lassen über eine sehr responsive GUI. Und da oben zum Beispiel diverse Filter setzen. Ja, wir können da auf beide, also auf alle Ports, den Filter löschen. Jetzt sehen wir alle Ports von beiden Switches in einer Liste. Wir könnten da jetzt zum Beispiel noch diverse Daten einblenden. Zum Beispiel gibt es da die Port-Tags. Wir können jeden Port mit bestimmten Tags versorgen. Und zum Beispiel haben wir da Voice-Endpoint-Tags. Wir können da jetzt zum Beispiel nach Tags filtern. Wir hätten jetzt auf einen Blick zum Beispiel alle unsere Voice-Ports an einem Standard im Blick. Ja. Einerseits im Blick. Und wenn wir jetzt einen Config-Change machen wollen würden, können wir den mit wenigen Klicks zum Beispiel jetzt auf alle diese Ports ausrollen. Ja. Erleichtert um einiges. Spart in gewissen Fällen extrem viel Zeit. Können da zum Beispiel auf VLAN ändern, disablen, Power Cycle, was auch immer. Ja. Sehr coole Features. Ja, damit würde das Dashboard-Demo auch schon wieder abschließen. In unserem zweiten Webinar, dann nächstes Monat, wird man da auf mehrere Use Cases eingehen und noch ein bisschen mehr herzeigen. Gut, dann darf wieder der Kollege weitermachen. Genau, dann schauen wir, wie es unserem Switch geht. Also schauen wir in der Onboarding-App. Man sieht, es hat ein paar Minuten gedauert und das Device ist dann successfully connected. Next, das war's, fertig. Man könnte jetzt noch weitere Geräte hinzufügen. Jetzt kommt da die Onboarding-Experience, die war natürlich ganz super. Und das war's. Wenn wir jetzt im Dashboard schauen, in unserer Lab-Organisation, im Lab-Netzwerk, haben wir unseren Catalyst-Switch im Monitoring-Mode. Man sieht, es ist Monitor-only und man sieht die Konfiguration, aber man kann es einfach nicht mehr verändern. Man sieht, der Switch hat jetzt zwei Seriennummern. Einerseits die klassische Catalyst-Seriennummer und zusätzlich hat er eine Meraki-Seriennummer bekommen. Das ist quasi so der Monitoring-Mode. Wirklich Read-Only-Ansicht. Aber durchaus interessant, wenn man noch kein Monitoring hat und seine Switches da implementieren möchte. Genau, Konfiguration, wie schon erwähnt, ist weiterhin ganz klassisch über iOS. iOS XE, entweder über die CLI oder über irgendwelche Schnittstellen. Monitoring übers Dashboard.
das war es dann von meiner Seite eigentlich soweit. Ich weiß nicht, wie wir in der Zeit liegen. Gibt es Fragen? Hat sie was getan? Das war jetzt quasi mein Stichwort, die Moderation wieder kurzfristig zu übernehmen. Rolf Dieter, danke Klaus. Ja, es gibt die erste Frage, und zwar darf ich vorlesen, wenn die Software nur mehr über die Cloud managebar ist, was macht man im Notfall, wenn keine Verbindung zur Cloud mehr besteht? Ja, würde ich gleich beantworten. Gerne. Es ist so, wenn bei einem Netzwerkdevice von Miracle die Cloud-Verbindung ausfällt, funktioniert das Ding prinzipiell weiterhin. Ja? Also der Switch wird weiter switchen, der Access Point wird weiter seine Clients handeln. Natürlich, Management ist dann in dem Fall nicht mehr notwendig, möglich. und für gewisse Features, die vielleicht verwendet werden, zum Beispiel die Cloud Authentication, die wird dann auch nicht mehr funktionieren. Welche Probleme da auch immer dann aufgetreten sind, es kann jetzt sein, dass vielleicht der Internetprovider ein Problem hat, das wird sich mit der Zeit natürlich selbst lösen. Falls wir uns irgendwie verkonfiguriert hätten auf dem Ding und das abgeschnitten hätten, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man auf diese lokale GUI von den Devices drauf geht. Also jedes Miracle-Device hat eine lokale Web-GUI, wo man die wichtigsten Dinge konfigurieren kann, vor allem eben für die Cloud-Connectivity. Also sei es jetzt WLAN-Tagging oder eine statische IP-Adresse, Gateway, DNS und so weiter. Danke Klaus für die Beantwortung. Die nächste Frage ist, unterstützt die Miracle MX auch AD-Integration? Würde ich auch gleich beantworten. Ja, die Miracle MX unterstützt auch Active Directory Integration. Also wir können da über das VMI-Service subscribt sich die MX auf einen Domain-Controller. Der muss natürlich irgendwie von der MX erreichbar sein und wir können da dann Gruppen importieren und eben auf Basis von AD-Gruppen könnte man gewisse Policies und Rulesets auch bauen. Ja. Okay, super. Wie schaut es jetzt eigentlich aus mit dem Clusterbetrieb der MX-Plattform? Ist auch möglich. Die MX unterstützt eine sogenannte Warm-Spare-Redundant. Im Active-Standby-Mode basiert auf VRRP, ist nicht Hot-Standby, so wie manche anderen Firewall-Cluster. Wir haben da beim Failover ein paar Sekunden Downtime. Gilt zu beachten, aber prinzipiell wird unterstützt. Ja. Dankeschön. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ich denke, du hast sie schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem. Können Miracle-Geräte auch lokal konfiguriert werden? Ich denke, du bist darauf schon eingegangen. Geht natürlich. Genau. Und somit sind alle Fragen aus der Panel-List mal beantwortet. Ja, dann bleibt mir nichts anderes mehr über, dass ich mich herzlich bedanke bei unseren Experten, Klaus, Wolf, Dieter. Herzlichen Dank für die interessante Präsentation. Ich hoffe, es war was dabei, was Ihnen weitergebracht hat. Fragen gerne jetzt noch. Wir sind noch ein bisschen online, beziehungsweise ich habe meine Kontaktdaten gepostet, also auch gern dann direkt zu mir. Jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es war ja der erste Teil dieses Webinars. Es wird einen zweiten Teil Meraki geben, der sehr praxisbezogen ist, der sehr auf Use Cases eingeht. Findet am 13.12. statt. Den Link habe ich ebenfalls schon gepostet. Würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören, wieder sehen, wenn was da Interessantes dabei war und Sie mehr wissen wollen. Also somit freue ich mich, dass wir uns am 13.12. in dieser Runde wieder sehen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Thank you.